verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für Kein Mucks, Ihren Bremen 2 Podcast mit Kriminalhörspiel Schätzchen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka. Und was ist diesmal los? Was hat das zu bedeuten? Können Sie mir das erklären? Nein, ich doch nicht. Ja, sagen Sie mal, was denken Sie sich eigentlich? Auf dem Programm steht wieder einmal ein Radiorätsel aus der Feder des Bremer Autors Arnold E. Ott. Diesmal eine Aufnahme von 1974. Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sollen stehen bleiben. Wer sind Sie? Und hier rollen schon wieder herrlich mucksige Krimidialoge. Besuch nach Büroschluss, so heißt das Stück dieser Podcast-Ausgabe. Und den Radio Bremen Hörspieldauergast Friedrich Schütter haben Sie längst erkannt, oder? Wie sind Sie denn hier reingekommen? Wundervolle Klischeetexte. Was wollen Sie denn mit der Pistole? Man hat fast das Gefühl, in einer Kommissarfolge gefangen zu sein. Die Pistole. Warum? Als ich kam, war er schon tot. Sie war vor mir da? Ja. Ja, aber einer behält den Durchblick. Friedrich Schütter jetzt mit einem Klassikersatz. Achtung! Es ist allem Anschein nach jemand erschossen worden. So sieht's aus. Bevor wir unseren Krimi gleich starten, bleibt uns nichts übrig, als Friedrich Schütter ein letztes Mal hier im Podcast hochleben zu lassen. Neben seinen unzähligen Einsätzen in Theater, Hörspiel und Fernsehen kommen wir auch diesmal um seine größte Synchronrolle nicht herum. Ich habe 3 Söhne, eine Tochter leider nicht, bedauerlicherweise. Frauen sind für Männer schwer zu verstehen, sie sind sehr empfindlich. Die ewige Bonanza-Western-Serie. Natürlich ist das Friedrich Schütter als Lorne Greene alias Ben Cartwright. Kommt, einmal noch. Ihr bleibt hier und passt gefälligst auf die Pferde auf, die wir gestern gekauft haben. Es genügt mir, wenn einer von meinen Söhnen Dummheiten macht. Joe wollte in Yuma ein Pferd kaufen. Was ist los? Ein Pferd will er kaufen? Wir haben gerade so viele Pferde gekauft, dass wir nicht mehr wissen, wohin damit. Aber das genügt nicht. Meine Söhne müssen unbedingt noch eins kaufen. Ben Cartwright erteilt seinem Sohn Hoss hier eine Lektion in Sachen Pferde. Über 400 Bonanza-Folgen hat es gegeben und Friedrich Schütter sprach in jeder einzelnen davon. Seine Stimme ist untrennbar mit dem wilden Westen verbunden. Los, Leute, kein Unsinn, abhalten! Und dass sich keiner umdreht! Friedrich Schütter gehört zu den 3 großen deutschen Western-Synchronbässen der 60er bis 80er Jahre. Nicht zu verwechseln mit dieser Stimme hier. Die Flossen von den Scheinen, sonst puste ich dir die Ohren durch. Auf Flunkern beim Spiel steht ein Loch im Kopf. Was, Jungs? Allerdings, das ist Wolfgang Hess, auch eine veritable Western-Schurkenstimme und natürlich Bud Spencer. Hier in diesem Ausschnitt trifft Hess wiederum auf Friedrich Schütter. Ich höre wohl nicht richtig. Das ist eine ganz neue Melodie von unserem Marshall. Hat ganz vergessen, wer hier der Boss ist. Erich, die Kanonen bald auf den Boden poltern! Herrliches Synchrondeutsch aus alter Zeit. Doch unser Duell der großen deutschen Western-Synchronstimmen ist noch nicht entschieden. Ich verstehe Sie nicht. Denn neben Friedrich Schütter und Wolfgang Hess gibt es auch noch diese Stimme. Verschlaft mir nicht wieder den Einsatz. Wenn der Kerl in Reichweite ist, gleich ins Fadenkreuz genommen. Und sobald er zur Hüfte fasst, Blattschuss. Wir haben Friedrich Schütter, wir haben Wolfgang Hess und das ist der dritte rauchende Colt. Arnold Marquis natürlich, die Stimme von John Wayne. Wenn Sie Protest machen, sofort dem Marshall eine Ladung zwischen die Augen. Sowas kühlt ab, verlasst euch drauf. Ist gemacht, Boss. Los, Männer, verteilt euch! Und hier, das haben Sie erkannt, traf Arnold Marquis wiederum auf Wolfgang Hess. Aber jetzt reicht es. Richtig, zurück zu Friedrich Schütter. Was für ein Buch liest du? Geschichte der Brandzeichen. Also, los geht's. Zeit für unseren Krimi. Besuch nach Büroschluss. Ein kniffliges Whodunit von Arnold E. Ott. Neben Friedrich Schütter hören Sie Uta Maria Schütze, Wolfgang Kaven, Dorothea Born und als Kommissar Herbert Steinmetz. Die Regie führt Günter Siebert.
machen Sie hier? Ich? Ja, Sie. Suchen Sie was? Nein. Hier ist längst Büroschluss. Mittwochs machen wir um 14 Uhr zu. Also, was wollen Sie? Was ist denn hier passiert? Ist das Herr Niebig? Ich weiß nicht. Ist er tot? Da auf dem Schreibtisch die Pistole. Erschossen. Ich weiß nicht. Aber das sieht man doch. Herr Niebig ist tot. Was hat das zu bedeuten? Können Sie mir das erklären? Nein, ich doch nicht. Ja, sagen Sie mal, was denken Sie sich eigentlich? Sie stehen da einfach so. Was haben Sie hier gemacht? Nichts. Gar nichts. Ich bin nur hier. Ich bin Katrin Schütz. Ich weiß nichts. Ich bin verabredet. Wer sind Sie? Ja, aber das ist doch... Was... Bleiben Sie stehen. Was wollen Sie denn mit der Pistole? Jetzt hören Sie mir mal zu. Sie sollen stehen bleiben. Wer sind Sie? Ich bin Robert Wallner. Herr Niebig ist mein Geschäftspartner in dieser Firma. Niebig und Compagnon. Ich bin der Compagnon. Herr Niebig ist außerdem mein Freund. Was haben Sie vor? Wollen Sie etwa Geld? Wollen Sie mich auch erschießen? Ich erschieße keinen. Dann legen Sie das Schießeisen weg. So. Und jetzt rufe ich die Polizei an, Fräulein Schütz. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Da meldet sich wieder niemand. Kriminalpolizeizentrale. Ja, hier, Wallner. Es ist allem Anschein nach jemand erschossen worden. Würden Sie bitte... Wallner? Ja, Robert Wallner. Adresse? Bürohaus Langenstraße 149, 6. Stock. Firma Niebig & Co. Hier ist ein Toter. Ja, bleiben Sie bitte dort und warten Sie. Ja, danke. Die werden gleich kommen. Sie sind wohl ziemlich mit den Nerven fertig, was? Wir warten den Mann im Vorzimmer. Kommen Sie. Die Tür können wir hier offen lassen. Setzen Sie erstmal hin. Rauchen Sie? Ja, bitte. Bitte. Danke. Schütz. Katrin Schütz? Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir schon mal gesehen? Nein. Moment mal. Niebig & Co.? Ist mein Alter da? Herr Niebig? Ja. Sie wollen Ihren Vater sprechen. Mann, Sie schalten aber schnell. Ist er da oder ist er nicht da? Ja, nein, das ist nicht so einfach. Wallner, hören Sie auf zu quasseln. Er ist tot. Wer ist tot? Ihr Vater, Herr Niebig. Mein Alter? Was haben Sie da gesagt? Tot. Mann. Die Polizei wird gleich hier sein. Polente? Er ist offensichtlich erschossen worden. Mann. Ich bedauere sehr, Herr Niebig. Kann ich also nicht mehr mit ihm reden? Nein, Herr Niebig. Sind Sie noch dran? Das war Thomas Niebig, sein Sohn. Unter uns gesagt, ziemlicher Taugenichts. Naja, lassen wir das. Also, Sie hatten hier eine Verabredung, Fräulein Schütz. Um 18 Uhr. Wie alt sind Sie denn überhaupt? 20. Er war 53. Bisschen alt für Sie. Die Verabredung war mehr geschäftlich. Hat er mir gar nicht erzählt. Von welcher Firma sind Sie denn? Ich studiere Rechtswissenschaft. Aha. Sagen Sie mal, wie sind Sie denn hier reingekommen? Ich meine, hat er Ihnen die Tür aufgemacht? Möchten Sie mich vernehmen?
Wollen wir das nicht der Polizei überlassen? Da kommt sie schon. Guten Tag, Kriminalpolizei. Ich bin Kommissar Schubert. Wer hat angerufen? Ich, Wallner. Und Sie? Schütz, Katrin. Ja, also die genauen Personalien nehmen wir später auf. Was ist passiert? Nebenan, gleich neben dem Schreibtisch. Aha. Haben Sie irgendwas verändert? Irgendwas angefasst? Nein, Herr Kommissar. Doch, ich... Die Pistole. Sie haben sie angefasst? Ja. Warum? Was haben Sie damit gemacht? Sie hat mich damit bedroht. Es war der Schock, ich hatte Angst. Wenn ich Ihnen das mal genau erklären darf. Ja, später. Kann mir einer von Ihnen sagen, wer der Tote ist? Herr Niebig, Senior. Mein Kompagnon, Firma Niebig und Co. Als ich kam, war er schon tot. Sie war vor mir da. Hm. Kann ich mal telefonieren? Bitte, Herr Kommissar. Danke. Kriminalpolizeizentrale. Schubert, ich brauche die ganze Mannschaft und einen Arzt. Ja, und einen Leichenwagen. Danke. So, am besten wir gehen jetzt gleich mal rüber in mein Büro ins Präsidium. Freund Schütz, was wollten Sie bei Herrn Niebig im Büro nach Büroschluss? Ich wollte mit ihm reden. Ja, was? Muss ich das sagen? Es ist besser. Besser für wen? Die Wahrheit ist immer besser. Oder sagen wir fast immer. Kannten Sie Herrn Niebig? Ich habe ihn vorher noch nie gesehen. Warum sind Sie denn hingegangen, Frau Schütz? Es war eine Verabredung. Für 18 Uhr. Ach, zwischen Herrn Niebig und Ihnen muss es also irgendeine Beziehung gegeben haben. Ja, sonst verabredet man sich doch nicht. Soll ich Ihnen das wirklich von Anfang an erzählen? Nee, bitte, fangen Sie an. Mein Vater hatte sich ein kleines Geschäft aufgebaut. Mit einem Dutzend Angestellten, ein Ingenieurbüro. Ja. Er ist nicht gerade reich geworden, aber wir konnten gut leben. Als mein Vater 65 war, wollte er aufhören. Mhm. Er war nicht mehr der Gesündeste. Er musste immer hart arbeiten. Er hat das Geschäft verkauft. Für 200.000 Mark. Es war viel zu billig für alles das, was er jahrzehntelang hineingesteckt hatte. Aber er bekam nicht mehr dafür. An wen hat er verkauft? An wen? Ja. Den Namen weiß ich jetzt nicht. Es war der Sohn eines Freundes aus Hannover, der sich selbstständig machen wollte. Mein Vater wollte das Geld anlegen. Mhm. Zusammen mit seiner Rente hätte es dann gereicht für uns. Auch nur für mein Studium. Dann las mein Vater eines Tages eine Anzeige in der Zeitung. Eine Firma, die etwas mit Spielautomaten zu tun hatte, suchte einen stillen Teilhaber. Kleeblatt Automaten GmbH. Sichere Anlage. Hohe Verzinsung. Hm. Der Geschäftsführer hieß Niebig. Herr Niebig machte das nur so nebenbei, neben seiner großen Firma. Mein Vater schloss einen Vertrag mit Herrn Niebig. Und der bekam dann die 200.000 Mark. Herr Niebig Senior? Ja. Ein halbes Jahr später war die Kleeblatt Automaten GmbH bankrott. Mein Vater hat alles verloren. Sein Rechtsanwalt hat gesagt, das ist glatter Betrug. Aber sie konnten Herrn Niebig keinen Betrug nachweisen. Der Anwalt hat gesagt, mein Vater hätte ihn vorher fragen müssen, bevor er den Vertrag machte. Natürlich. Aber das war ja zu spät. Es ist nie rausgekommen, wo das ganze Geld geblieben ist. Mein Vater hat sich erhängt. Wann war das? Vor 3 Monaten. Ach, und deshalb wollten Sie zu Herrn Niebig? Ja, er sollte uns wenigstens etwas von dem Geld zurückgeben, meiner Mutter und mir. Freund Schütz, haben Sie ihn erschossen? Nein. Natürlich nicht. Ich danke, Frau Schütze, können gehen. Danke. Thomas Niebig? Wallner. Sie wollen mir hoffentlich nicht von Beileid und Anteilnahme erzählen. Nein. Soll ich raten? Sie werden bestimmt drauf kommen. Geld. Genau. 9.428 Mark. Ohne Zinsen. Ihre Schuldscheine liegen vor mir. Papier, Wallner. Bei mir gibt's keine müde Mark. Sie haben geerbt. Ihr Vater war ein wohlhabender Mann. Noch nicht. Vielleicht hat er ein Testament gemacht und jemand anderen als Erben eingesetzt. Was weiß ich? Haben Sie nachgesehen? In seinen Papieren? Hab ich. Haben Sie auch im Safe nachgesehen? Ja.
Und ich habe auch was gefunden. Aber kein Testament. Sie haben was gefunden? Interessante Sachen. Wo ist eigentlich das Geld geblieben, das dieser Schütz in die Automatenfirma gesteckt hat? Sie wissen ja, der Vater von der kleinen Blonden. Die Firma hat Konkurs gemacht, wissen Sie das nicht? Was ist mit den 100.000, die Sie gekriegt haben? Ich? Es ist alles hier bei mir, was es so an Unterlagen gibt. Kontoauszüge, Quittungen und so weiter und so weiter. Werner, ich verkaufe Ihnen den ganzen Papierkrieg für 100.000 Mark. Was reden Sie denn da? Kommen Sie morgen Abend zu mir. Oder soll ich den ganzen Kram an die Kripo schicken? Abteilung Wirtschaftskriminalität. Soviel ich weiß, haben die sich mal dafür interessiert. Das ist Erpressung. Sie sind doch Geschäftsmann. Sagen wir also morgen 20 Uhr in meiner Wohnung. Sie heißen Ursula Jakobsen, 32 Jahre alt, ledig. Ja, Herr Kommissar. Seit wann haben Sie bei Niewig gearbeitet? Ich war 8 Jahre seine Sekretärin. Wir haben uns sehr gut verstanden. Es ist also ein Verlust für Sie? Ja. Der medizinische Sachverständige hat festgestellt, dass Herr Niewig um etwa 17.30 Uhr, vielleicht auch etwas früher, an einer Schussverletzung gestorben ist. Tatort war das Büro. Wann haben Sie gestern Feierabend gemacht, Frau Jakobsen? Gestern? Ja. War Mittwoch. Ja. Da ist bei uns immer um 2 Uhr Büroschluss. Aber gestern hat Herr Niebig mir erlaubt, schon um 12 wegzugehen. Ja, und danach waren Sie dann nicht wieder im Büro? Nein. Herr Wallner ist mit mir in die Lüneburger Heide gefahren. Der Partner von Herrn Niebig? Ja, er hat mich eingeladen. Aha. Wir waren zum Mittagessen in Undelow und dann haben wir einen Spaziergang durch die Heide gemacht. Wann waren Sie in Undelow und wann sind Sie zurückgekommen? Müssen Sie das so genau wissen? Ist das nötig? Ja, ich muss eine Menge Fragen stellen, die vielleicht unnötig sind. Aber das weiß ich erst später, wenn ich an irgendeiner Stelle auf die Wahrheit gestoßen bin. Und die suche ich noch, Frau Jakobsen. Na gut. Wir waren ungefähr um 2:30 in Undelow. Wir hatten nicht viel Zeit, weil Herr Wallner noch wieder in die Firma musste. Herr Wallner hat mich mit seinem Wagen nach Hause gebracht. Ich war gegen 18 Uhr zu Hause. Und dann ist Herr Wallner noch wieder ins Büro gefahren. Sind Sie sehr eng mit ihm befreundet? Wir wollen heiraten, Herr Kommissar. Ja, wenn Sie so lange für Herrn Niewig gearbeitet haben, dann wissen Sie doch sicher einiges über ihn. Ich meine, er hatte ja Feinde. Feinde? Ja. Ja, das weiß ich nicht. Geschäftlich gibt's ja immer mal Meinungsverschiedenheiten. Ja, natürlich. Und mit seinem Sohn hat er sich manchmal gestritten. Ach, Sie kennen Thomas Niewig? Flüchtig. Er rief manchmal an. Er wollte meistens Geld. Ja, und dann kam die Sache mit dem Hasch. Sie meinen Haschisch? Ja. Herr Niebig hat erfahren, dass sein Sohn in einem Lokal verkehrt, wo gehascht wird. Mhm. Seitdem hat er ihm kein Geld mehr gegeben. Herr Wallner hat ihm dann manchmal etwas geliehen, aber das durfte Herr Niebig nicht wissen. Herr Wallner hat nie etwas davon wiedergekriegt, aber er hat sich Schuldscheine geben lassen. Haben Sie vielleicht irgendeinen Verdacht, wer Ihren Chef getötet haben könnte? Nein. Nein, nein. Ja, wie soll ich das wissen? Ja, natürlich. Ich danke, Frau Jakobsen. Ja, das wäre es im Augenblick. Sie sind pünktlich, Wallner. Guten Abend, Herr Niewig. Machen Sie es bequem. Na, was ist? Wenn ich richtig verstanden habe, wollen Sie mir ein Geschäft anbieten. Ja, da liegen Sie richtig. Sie machen doch gerne Geschäfte, oder? Zur Sache, bitte. Ja, wissen Sie, diese Katrin Schütz, die kenne ich zufällig. Da habe ich vor ein paar Wochen kennengelernt, im Beatschuppen. Ist ja auch egal, wo. Also, wir haben uns kennengelernt. Die hat gehört, dass ich Niebig heiße und dass ich der Sohn vom alten Niebig bin. Und dann hat sie mir die Sache mit ihrem Vater erzählt. Die Sache mit der Automatenfirma und den 200 Mille. Und mit dem Selbstmord. Zur Sache, Herr Niebig. Ist doch eine Riesenschwanerei, was? Ich glaube nicht, dass Sie sich darüber ein Urteil erlauben können. Doch, kann ich, Wallner. Wie es der Zufall so will, bin ich nämlich auf diese Mappe hier gestoßen. Automaten GmbH. Und sehen Sie, jetzt weiß ich, dass die Firma schon kaputt war, als der Schütz mit seinen 200 Mille eingestiegen war. Und mein Vater und Sie haben das von Anfang an gewusst. Wir müssen bloß mal lesen, was da drin ist. Sauber geordnet. Da haben Sie alles, was die Kripo nicht gefunden hat. 100.000 an meinen Alten und 100.000 an Sie. Und 6 Monate später, da haben Sie dann Konkurs angemeldet. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Prima Sache. Man nimmt das ganze Geld raus, dann geht die Gesellschaft pleite. Und da bleibt bloß noch die beschränkte Haftung übrig.
Und die ist keine müde Mark wert. Man muss bloß alles schön vertuschen und ein paar Unterlagen verschwinden lassen. Feines Geschäft, Warner. Kann ich mal sehen? Klar, bedienen Sie sich. Originalunterlagen. Überlegen Sie sich den Spaß. Sie haben Zeit bis morgen Mittag 12 Uhr. Wenn Sie dann noch nicht gekauft haben, geht alles an die Kripo. Man sollte so etwas lieber verbrennen. Sagen Sie. Diese Unterlagen sind vollständig und in Ordnung. Was ist mit Ihren Schulden, die Sie bei mir haben? Die vergessen Sie mal schnell. Man könnte das verrechnen. Friedensverhandlungen, was? Nicht bei mir. 100.000 bar auf die Hand. Bis morgen Mittag um 12. Das wär's für heute. Leben Sie wohl, Wallner. So. Na schön. Hier ist das Geld. Mann. Sie machen Eindruck. Sehen Sie nach. 100.000 Markscheine. Man darf doch rauchen, ja? Ja, ja. Mit Bankstempel. Ich habe Sie glatt unterschätzt. 10? 20? Diese Mappe kann ich doch wohl gleich 30, mitnehmen, ne? Ja, ja. 50, 70, 100. Guten Abend, Herr Niebig. Thomas Niebig, 24 Jahre alt. Was sind Sie vom Beruf? Musiker, Herr Kommissar. Trompeter. Mein Alter wollte ja, dass ich Kaufmann werde. Aber ich habe heimlich Musikunterricht genommen. Ich wollte schon Trompeter werden, als ich 10 war. Haben Sie eine feste Anstellung? Also Staatsorchester ist bei mir nicht. Wir sind eine Gruppe, 6 Leute. Wir machen Pop und sowas, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, mein Ältester ist 16. Er hat mir erzählt, Sie wären klasse als Jazz-Trompeter. Sie spielen doch in diesem Lokal da im Keller in der City, ja? Wie heißt das gleich? Kleine Ente. Ah ja, richtig. Wie ist es denn da mit Hasch und so? Hasch, naja. Aber nicht bei mir. Und Ihren Ältesten, den kenne ich nicht. Haben Sie sich mit Ihrem Vater gestritten? Mein Alter und ich werden uns nichts mehr zu sagen. Wir waren gegenseitig auf Null. Wann haben Sie ihn zuletzt gesehen? Einen Tag, bevor er tot war. Und was war? Haben Sie mit ihm geredet? Ja, 2 Stunden. Ach. Seltenes Ereignis, sowas. Mhm. Wir haben lange Funkstille gehabt, aber das letzte Mal, da war was los, mein lieber Mann. Wie kam es dazu? Wollten Sie Geld? Ich bin hingegangen und habe ihm eingeheizt. Ich war wütend, weil er mir den Hahn zugedreht hat. Und überhaupt, wissen Sie... Ja und, gab er Ihnen Geld? Ach wo, er hat mir mal wieder alle seine Grundsätze an den Kopf geknallt. Rechts und links, Pflicht und Arbeit und sowas kommen und Anstand und Sitte und was leisten und so weiter und so weiter. Mhm. Sowas machen Sie ja sicher auch bei Ihrem Ältesten. Gehirnwäsche. Ist ja auch ganz schön und gut. Macht mir aber keinen Spaß. Und ich will Spaß haben. Verstehen Sie? Und das haben Sie ihm gesagt? Ich habe ihm gesagt, was ich von ihm halte. Zum Beispiel? Dass er sich verkauft hat. An sein eigenes blödsinniges Geld. An sein heiliges Geschäft. Dass er ein Betrüger ist. Ich habe ziemlich lange geredet. Und wie hat er reagiert? Wie noch nie. Der musste erst mal Dampf ablassen, das ist klar. Aber dann, dann ist er ganz ruhig geworden. Wissen Sie, was der gemacht hat? Ja? Der hat mir zugehört, richtig zugehört, wie ein Vater. Ja. Und nach 2 Stunden, da hat er gemeint, er wird sich das alles sehr genau überlegen, was ich ihm da erzählt habe. Er ist aufgestanden, er hat mir die Hand gegeben und hat gesagt, ich werde bald von ihm hören. Ich war vollkommen sprachlos. Sie würden von ihm hören? Ja. Was hat er denn damit gemeint? Ich weiß nicht. Er kann es mir jetzt auch nicht mehr sagen. Moment. Schubert? Schütz, Katrin Schütz, ich muss Sie unbedingt sprechen. Was, sofort? Bitte nicht am Telefon. Kann ich zu Ihnen kommen? Ja, gut, in einer halben Stunde. Einverstanden? Einverstanden. Schön. Fräulein Jakobsen hat mir erzählt, Sie hätten sich mit Ihrem Vater gestritten. Sie kennen doch Fräulein Jakobsen, ne? Die Sekretärin, ja. Ja, ja. Die ist auch nicht ohne. Ich glaube, die hat bloß noch ein einziges Wort in ihrem Lexikon. Heiraten um jeden Preis. Bei meinem Alten war die auch ganz schön her. Ich weiß nicht, ob sie was mit ihm gehabt hat. Wussten Sie eigentlich, dass Ihr Vater eine Pistole besaß? Nein. Er ist mit seiner eigenen Pistole erschossen worden. Hat sie schon vor 10 Jahren gekauft. Haben Sie ihm noch was zu sagen? Ja. Grüßen Sie Ihren Ältesten von mir. Und er soll mal wieder in die kleine Ente kommen. Also dann bis später, Uschi. Mach's gut, Robert. Kommst du zum Abendessen? 7:30. Ich werde dich schrecklich verwöhnen, Schatz. Hoffentlich bleibt das auch so, wenn wir verheiratet sind. Dann wird's noch viel schlimmer. Also hier,
Hier habe ich noch was. Ja? Diese Papiere. Ja. Das sind die Unterlagen über die Automaten GmbH. Ja, ich weiß Bescheid. Es ist besser, wenn diese Sachen nicht bei mir sind. Mhm. Zeig sie niemandem. Mhm. Du weißt überhaupt nichts davon. Du, woher hast du das? Der junge Niebig hat sie gefunden. Und ich habe sie ihm verdammt teuer abgekauft. Ich kann mir jetzt keine Schwierigkeiten leisten. Erstens geht es um die Firma. Und zweitens wollen wir bald heiraten. Ja, Liebling, das wollen wir. Bis nachher, Schätzchen. Mhm. Tschüss. Tschüss. Ein Telefonanruf, Herr Wallner? Davon weiß ich ja gar nichts. Ein Anruf von Thomas Liebig? Ja, es war so, Herr Kommissar. Ich war gerade ins Zimmer gekommen. Ich wollte sehen, ob Herr Liebig noch da ist. Kurz nach 18 Uhr. Da war Fräulein Schütz. Ich kannte sie ja nicht. Und da lag Herr Liebig neben seinem Schreibtisch und war allem Anschein nach tot. Ich hatte vielleicht 3 oder 4 Minuten mit Fräulein Schütz gesprochen. Da kam der Anruf. Von Thomas Liebig? Er wollte seinen Vater sprechen. Ich habe ihm gesagt, sein Vater ist tot und die Polizei wird gleich kommen. Und? Wie benahm er sich? Oh Gott, es war ihm nicht viel anzumerken. Aber Sie werden ja inzwischen wissen, wie es mit den beiden stand. Ja. Wissen Sie übrigens auch, dass die Schütz mit Thomas Liebig bekannt ist? Ja, sie war gerade noch in ihrem Zimmer, sie hat es mir erzählt. Ein seltsamer Zufall, Herr Kommissar. Ein etwas undurchsichtiges Mädchen, diese Katrin Schütz. Ja, und was ist das für eine Geschichte mit den 100.000 Mark? Welche 100.000 Mark, Herr Kommissar? Freund Schütz hat es mir berichtet. Es ist ja sehr anständig von Ihnen, dass Sie ihr die Hälfte von der Summe zurückgegeben haben, die der Vater von Fräulein Schütz bei dem Konkurs der Spielautomatenfirma verloren hat. Aber ich möchte wissen, was dahinter steckt. Haben Sie das freiwillig getan oder hat man Sie erpresst? Ja, was soll ich darauf antworten? Danach müssten Sie am besten Herrn Niebig fragen. Der hätte nämlich die Firma Niebig und Co. ohne Rücksicht auf Verluste unmöglich gemacht, wenn ich nicht gezahlt hätte. Die Firma hätte dabei draufgehen können. Einen Augenblick. Herr Niebig. Setzen Sie sich. Sie kennen sich. Ja. Herr Niebig, ich habe jetzt erst erfahren, dass Sie im Büro Ihres Vaters angerufen haben, kurz nachdem Ihr Vater gestorben war. Sie wissen noch lange nicht alles. Wieso hat Herr Wallner Ihnen die 100.000 Mark gegeben? Wer hat Ihnen das aufs Brot geschmiert? Wallner, der bestimmt nicht. War das die Schütz? Na, dann wollen wir Sie doch auch am besten gleich dazu holen. Einen Augenblick. Winkelmann? Ja, Schubert hier. Ach, schicken Sie mir doch das Fräulein Schütz mal rein. Ist die andere auch schon da? Ja, Herr Kommissar. Ja gut, die soll noch warten. Also, wie war das mit den 100.000? Ein Geschäft. Schweigegeld. Schweigen ist Gold. Trompeten sind teuer. Ach, Sie wollen nichts sagen. Kein Wort. Herr Wallner? Bedauere, Herr Kommissar. Ja, bitte? Nehmen Sie Platz, Fräulein Schütz. Danke. Einen Augenblick. So. Das sind die 100.000. Fräulein Schütz hat sie mir freundlicherweise überlassen. Leihweise, natürlich. Immer die Weiber, dass die nicht den Mund halten können, dass die immer quatschen müssen. Ich musste es sagen. Ich nehme nicht einfach stillschweigend 100.000 Mark, wenn das vielleicht was mit einem Mord zu tun hat. Ja, ich habe es erzählt. Und ich sage alles, Herr Kommissar. Ich habe Thomas Niebig die Geschichte mit meinem Vater erzählt, als ich erfahren habe, wer sein Vater ist. Und ich habe ihn beschimpft, weil er der Sohn ist. Und er hat mir recht gegeben. Er hat gesagt, sein Vater ist ein Betrüger. Und er hat mir versprochen, dass ich eines Tages das Geld wiederbekäme. Gestern Abend hat er mir die Hälfte gebracht. 100.000 Mark. Er hat gesagt, die andere Hälfte kriege ich auch noch. Ja, wie ist das nun mit der anderen Hälfte, Herr Niebig? Ich habe die Sprache verloren. So, na vielleicht finden Sie sie wieder, wenn ich Ihnen sage, aus den Geschäftsunterlagen ergibt sich, dass Ihr Vater an seinem Todestag 100.000 Mark von seinem Firmenkonto abgehoben hat. Vielleicht war das die andere Hälfte. Vorsicht, Warner. Ich warne Sie. Na, fragen wir vielleicht mal Frau Jakobsen. Sekretärinnen wissen oft mehr. Einen Augenblick. Winkelmann? Ja, Schubert hier. Jetzt die andere Dame, bitte. Jawohl, Herr Kommissar. Fräulein Jakobsen kann uns vielleicht auch sagen, wo Herr Niebig die Pistole aufbewahrte. Im Panzerschrank, Herr Kommissar. Und der steht im Vorzimmer, im Zimmer von Fräulein Jakobsen.
Das war allgemein bekannt. Und die Zahlenkombination für den Panzerschrank, die war im ganzen Büro ein offenes Geheimnis. Übrigens hat Herr Niewig Junior auch mal ein Jahr bei uns gearbeitet. Damit Sie auch mal eine Freude haben, Herr Kommissar. 3, 17, 3. Das ist die Kombination. Die weiß ich sogar noch von damals. Ja, aber von der Pistole haben Sie nichts gewusst, das sagten Sie mir doch. Was geht mich die Pistole von meinem Alten an? Nur, er ist immerhin damit erschossen worden. Wenn das alles ist, was Sie rausgefunden haben. Ja, rein. Setzen Sie sich, Frau Jakobsen. Danke. So, und jetzt wollen wir alle mal auspacken. Fräulein Schütz, wie kam es dazu, dass Sie zu Herrn Niebig ins Büro gegangen sind? Sein Sohn hat mich angerufen. Er hat gesagt, dass sein Vater mich um 18 Uhr erwartet. Herr Niebig, jetzt sind Sie dran, bitte. Na schön. Ich habe Ihnen ja erzählt, ich habe 2 Stunden mit dem Alten geredet. Ich habe ihm auch gesagt, solange er die Schweinerei mit den 200.000 Mark nicht in Ordnung bringt, die er von diesem Schütz ergaunert hat, so lange will ich sowieso nichts mehr von ihm wissen. Und ich habe ihm gesagt, am nächsten Tag um 18 Uhr schicke ich ihm die Tochter ins Büro. Das habe ich dann auch gemacht. Fräulein Jakobsen, ist Ihnen bekannt, dass Herr Niebig Ihr Chef an seinem Todestag 100.000 Mark abgehoben hat? Ich kann mich nicht erinnern. Und Sie, Herr Wallner? Nein, tut mir leid. Offensichtlich haben Sie auch 100.000 Mark abgehoben. Allerdings. Wo denn? Bei der Handelsbank. Kann ich das nachprüfen? Selbstverständlich. Sie befreien die Bank von der Schweigepflicht. Wenn Sie das wünschen. Kontonummer? 10-8-96-5. 10-8-96-5. Einen Augenblick. Winkelmann? Ja, Schubert hier. Herr Winkelmann, rufen Sie bitte die Handelsbank an und sagen Sie, ich brauche eine Auskunft über das Konto Wallner. 10-8-96-5. Haben Sie? Auskunft über das Konto Wallner, ja. Ja, der Kontoführer soll sobald wie möglich anrufen. Es eilt. Danke. Ach, Herr Kommissar, ich möchte etwas klarstellen. Bitte, Herr Wallner? Herr Niebig hat mir das Geld gegeben. Herr Niebig Senior. Mein Partner. 100.000 Mark. Also nicht die Handelsbank? Nein. Sie haben mich also belogen. Warum? Fräulein Jakobsen kann bestätigen, dass Herr Niebig mir das Geld gegeben hat. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich habe meine Gründe, Herr Kommissar. Wie ist das, Fräulein Jakobsen? Ja, Herr Wallner hat ganz recht. Ich kann das bestätigen. So, jetzt hören Sie mal zu. Herr Wallner wird zunächst mal dieses Zimmer verlassen und so lange draußen warten, bis Sie, Fräulein Jakobsen, mir das ganz genau erklärt haben. Ja. Sie werden mir sagen, wann Herr Niewig Herrn Wallner das Geld gegeben hat, wo und in welchen Scheinen, was dabei gesagt worden ist und so weiter. In allen Einzelheiten. Und danach werde ich dann Herrn Wallner dasselbe fragen. Also, wenn ich Sie nach draußen bitten darf, Herr Wallner, ich rufe Sie dann wieder rein. Nein, bitte, Robert, bleib hier. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, ob Herr Niebig Herrn Wallner das Geld gegeben hat. Ich kann nicht mehr lügen. Sie können sich wieder hinsetzen, Herr Wallner. Jetzt sagen Sie mir nur eins. Um welche Uhrzeit hat Herr Niebig Ihnen diese 100.000 Mark ausgehändigt? Kurz nach 11. Vielleicht hat Herr Wallner Ihnen davon was erzählt, von Jakobsen, ja? Es stimmt, dass ich um 12 weggegangen bin. Ich war vorher noch bei Herrn Niebig im Zimmer, um mich zu verabschieden. Er holte ein Päckchen Geldscheine aus seinem Schreibtisch. Er zeigte es mir und fragte mich, haben Sie schon einmal 100.000 Mark auf einem Haufen gesehen? Um 12? Aber er hatte das Geld doch schon kurz nach 11 Herrn Wallner gegeben. Sie lügt, Herr Kommissar. Warum lügst du, Uschi? Ich versuche ihr zu helfen und sie lügt. Na, vielleicht haben Sie in der Lüneburger Heide darüber gesprochen. Überlegen Sie genauer, Frau Jakobsen. Oder waren Sie etwa gar nicht in der Lüneburger Heide? Das kann ich bezeugen, Herr Kommissar. Nein, 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 es hat doch keinen Zweck. Wir waren nicht in der Lüneburger Heide. Wir haben in der Stadt zusammen Mittag gegessen. Herr Wallner hat mir erzählt, dass Herr Niebig Fräulein Schütz 100.000 Mark zurückzahlen wollte. Die Hälfte von dem Geld ihres Vaters. Er wollte, dass Herr Wallner die andere Hälfte auch zurückzahlt. Herr Wallner war nicht damit einverstanden. Er hat zu mir gesagt, er wird Herr Niebig diese wahnsinnige Idee schon noch austreiben. Er wollte nachmittags mit ihm darüber sprechen. Uschi, was redest du denn da? Ich kann nicht mehr, Robert. Es war gegen 5. Da kam Herr Wallner zu mir in die Wohnung. Er kam aus dem Büro. Er hat mir erzählt... Hör auf damit! Dann redet du doch endlich! Und ich wollte dich heiraten. Eine alte Jungfer kannst du werden. Du bist ja schon eine. Oh, ich will keinen Mörder! Warum haben Sie Ihren Partner erschossen, Wallner? 200.000 Mark, Herr Kommissar. Die spuckt man doch nicht einfach aus. Für nichts und wieder nichts. Wir haben uns angebrüllt. Er hat mich rausgeschmissen.
Ich war wahnsinnig vor Wut. Im Vorzimmer habe ich den Panzerschrank aufgemacht und die Pistole rausgenommen. Ich bin in sein Zimmer gerannt. Er saß am Schreibtisch. Er stand auf und wollte mich wieder rausschmeißen. Da habe ich geschossen. Glauben Sie mir, ich war nicht zurechnungsfähig. Ich habe mich beleidigt, gereizt. Ja, aber die 100.000 Mark, die haben Sie mitgenommen. Diese 100.000 Mark, die Sie dann Thomas Niebig gegeben haben. Und die Fingerabdrücke auf der Pistole, die haben Sie auch ganz sauber abgewischt. Und warum sind Sie nochmal zurückgekommen, um 6, als Fräulein Schütz da war? Ich wollte ihm die Pistole in die Hand legen. Damit es wie Selbstmord aussieht. Einen Augenblick. Herr Schubert? Die Handelsbank ist am Apparat, Herr Kommissar. Handelsbank? Sagen Sie, es hat sich erledigt. Ich brauche keine Auskunft mehr. Sie hörten Besuch nach Büroschluss von Arnold E. Ott. Es sprachen Kommissar Schubert, Herbert Steinmetz, Robert Wallner, Friedrich Schütter, Katrin Schütz, Uta Maria Schütze, Thomas Niebig, Wolfgang Kaven, Ursula Jakobsen, Dorothea Born und Kriminalassistent Winkelmann, Herbert Leonard. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 18. Juli 1974 bei Radio Bremen. Aber jetzt reicht es. Und damit darf ich mich verabschieden. Meine Damen und Herren, darf ich Sie dann einladen zum Hörspiel heute in einer Woche und Ihnen gleichzeitig danken für Ihre Teilnahme am heutigen Tage. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Liebhaber-Hörspielen zum vorletzten Mal. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. Am nächsten Donnerstag endet die dritte Staffel von Kein Mucks und bevor wir in die Pause gehen, bringen wir eine Greatest Hits Spezialausgabe. Über 90 Minuten lang blicken wir auf bedeutende Krimiserien der 50er und 60er Jahre zurück. Wir lassen alle Radio Bremen All-Star Hörspielsprecherinnen und Sprecher noch einmal zu Wort kommen und wir lauschen den Abenteuern von Dickie Dick Dickens und Sherlock Holmes. Einverstanden? Das ist doch Wahnsinn, was Sie da tun! Ja. Kein Mucks, diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka, ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der letzten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.